Und hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Space Engineers. Mit dabei ist wieder der Alan Break irgendwo da hinten im Asteroidenberg. Mittlerweile bin ich schon wieder im Schiff. Er ist mittlerweile übrigens wieder im Schiff, wurde mir gerade zugetragen. Und ich stelle fest, ich kann noch Sachen bauen, aber ich gehe mal in die Third-Person-View, weil das ist viel zu hell. Wenn die Leute da mitten in der Nacht das Spiel sich, also das LP angucken, dann sterben die an Augenmigräne. Gibt's übrigens wirklich Augenmigräne? Okay, also ich habe jetzt ein bisschen Uranium in die Raffinerie reingelegt. Sie brauchen Stahlplatten. Oh. Er produziert ja erstmal noch ein bisschen Energie. Ich hole mal noch einen Schub. Dummerweise ist dämlicherweise etwas anstrengend, die Uranium abzubauen, weil wir keine Schwerkraft in dem Asteroiden haben. Und wenn man irgendwo dagegen schwimmt und es dann auf einmal Batsch macht, ja, weiß man was. Brauchst du jetzt aber auch nicht. Brauchst aber auch jetzt nicht so viel abbauen. Ein Stückchen weit sollte man ja schon kommen dann. Und wenn wir dann unsere Station gebaut haben und dann unser erstes Bohrschiff gebaut haben, geht das sowieso alles viel, viel schneller. Ja, was mal gucken. So. 300 Liter. Ich glaube, das wäre echt viel günstiger, nicht mein Schiff hier abzubauen, sondern tatsächlich Stahlplatten zu produzieren. Ich glaube, das geht schneller. Durchaus sein. Das Wichtigste, was wir dann auf der Station übrigens machen müssen, ist als erstes Strom. Und dann muss sich jeder von uns eine Medical Station mal bauen. Weil die Medical Station ist nämlich unser Spawn und jeder muss seine eigene Medical Station bauen. Weil die Medical, also platzieren. Ich weiß nämlich auch inzwischen warum. Ich habe mir nämlich mal die Changelogs angeguckt von dem Spiel. Nee. Und ich schnappe jetzt einen Bohrer und gehe erstmal ein bisschen was abbauen. Und zwar ist es nämlich so, dass die Medical Station eine Besitzer-ID hat. Als einzigster Block sozusagen im Spiel besitzt ja eine Station. Besitzt ja eine ID des Astronauten. Und das Besondere ist, wenn du stirbst, bekommst du auch eine neue ID. Das heißt, wenn du stirbst, warte mal, was, wenn du stirbst? Nein, macht ja gar keinen Sinn. Wenn du stirbst und es war keine Medical Station von dir aktiv, weil kein Strom mehr da oder wurde abgebaut, so ist das, dann bekommst du eine neue ID. Also immer, wenn du spawnst, ohne eine Medical Station gehabt zu haben, dann giltst du als Lost in Space, wenn du so möchtest. Aha. Aber wir sollten jetzt erstmal ein bisschen Energie haben. So, meine Frage ist jetzt, wo hast du das abgelesen? Was? Abgelesen? Rumführerstunde so viel? Gehst du ans Terminal? Welches? Ja, da sitzt du schon dran. Und dann hast du rechts an der Seite, an der rechten Seite steht dann da, wie lange der noch hält. So. Bleibender Treibstoff 56 Minuten. Und 50. Okay. Ich gebe mal ein bisschen was in Produktion, ja. Ein paar Stahlplatten. So 100. Gerne machen. 200 Stück mal. Hui. Lass mich raus hier. Nimm noch ein bisschen das Eisen ein, was du hier hast, rumliegen lassen. Ja. Das war jetzt nämlich auch mein Plan. Dass wir das Stuff einsammeln. Mal gucken, dass ich mich unter mein Schiff grabe, weil da liegt noch sehr viel. Übrigens, an solchen Dingern, die hier rumflattern können, sind es 256 maximal an der Zahl. Habe ich eingestellt bei mir. Dinger, die hier rumflattern können? Achso, du meinst diese kleinen Blöcke. Steine. Also. Brocken. Brocken. So, ich bin voll. Lass mich hoch. Lass mich hoch. Los, los, ja.
Ich muss sowieso das Jetpack anmachen, sonst komme ich nicht rein. Wenn ich mich nicht irre, habe ich sogar Triebwerksschaden an. Alles so realistisch wie geht. So. FE, immer da nahe. Oh, Uranerz. Ja, lass mir den erstmal so Uran fertig bauen, ne? Ich glaube, das ist wichtiger. Du hast das Gyroskop ausgemacht, ja? Hm? Nur damit man, wenn man sich ans Terminal setzt, nicht aus Versehen die Maus bewegt. Nochmal anmachen. Oh, mich bitte nicht zerquetschen, ich verliere mein ganzes Inventar. Wo bist du? Unterm Schiff. Dann geh da mal bitte weg. Moment, lass mich mal noch auftanken, ja? Okay. Ich würde es nur ein bisschen neigen. Sag, bin fertig. Komme ich eigentlich von außen auch an das ganze Zeug ran? So. Ja, Raffinerie. Ja, jetzt gefällt mir das schon eher. Das ist ganz schön viel Uran abgebaut, kann das sein? Ja, zwei komplette Inventar, zwei komplette mal Inventar halt. Ja. Schau mal, wie lange jetzt da Strom noch hält vom Schiff inzwischen. Bitte. Steht jetzt nur eine Stunde da. Dann wahrscheinlich in Stunden abgerechnet. Hm. Vermutlich. So, dann wechsle ich mal zurück. Oder ne, okay. Ja, warte, noch besser. Ich schnapp mir jetzt hier ein bisschen von dem FE-Erz, wie heißt das, Eisen, und pack das bei mir ins Schiff. Und ich komme auch mal zu dir rüber geflogen, ohne in dich reinzufliegen. Was hältst du von der Idee? Hm. Findest du bestimmt genauso gut wie ich. Bin ich jetzt nicht unbedingt sehr davon überzeugt, dass das klappt. Das klappt. Pass auf. Das habe ich beim ersten Mal gesehen. Ne, ihr wisst, Part 1 und so, aus, wir fangen das Spiel an mit der Pick Hunter, crasht natürlich erstmal voll in mein Schiff rein. Volle Möhre! Dann machst du mal meinen Gravitationsfeldgenerator aus, ja? Damit ich dich ja nicht beeinflusse in deinem Dings. Quatsch. Achtung, rückwärts einparken. Schwieriger als ich dachte. Ein Auto, das ist ein Schiff. Düt, düt, düt. Ich guck dazu. Jetzt guckst du gerade auf den Boden. Ja, das war die Absicht. Damit ich hier mein cooles Zeug rankomme. Warte. Nein, ist genau verkehrt rum. Scheiß, die wandern. Okay, ich flieg nochmal raus. Ich muss mein Schiff leider auf den Kopf drehen. Warst du nicht derjenige, der gesagt hat, ich soll mein Schiff auf den Kopf drehen? Ja, nein, ich will aber nur an mein Inventar halt schneller rankommen. Wow, 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 jetzt war's echt krass. Pass mal auf. Ja. Ja. Kannst du mir mal ein bisschen einweisen? Weil ich, die Optik ist ja gerade extrem scheiße. Ja, die ist nicht die beste. So, du willst noch... Boah. Näher ran. Ja. Könnte sein, dass du jetzt an der linken Ecke aneckst. Weiter, weiter, weiter. Ah ja, okay, warte. So. Ja. Okay. So, kann ich weiter zurück? Weiter. Noch. Geht noch. Wird eng. Weiter. Langsam. Ein Stückchen. Ups, okay, das klingt gut. Ja, das war das Jetpack, was ich ausgemacht habe. Ja, dürfte so, okay. Passen. Musst du mal gucken, ob das jetzt so deinen Wünschen entspricht. Geht kaum noch etwa. Warte. Ich mache jetzt mal das Gyroskop vorsichtshalber aus. Ich bitte darum. So. Der Bruder Dumma Chicken hier. Oh, das sieht ja richtig mega Premium aus, wie es hier eingepackt ist. Boden, jetzt! Ja, jetzt muss ich mich bloß noch ein bisschen hier
Ja, warum komme ich hier nicht ran? Warum kann ich es nicht, ich kann es nicht aufmachen. Auch weil es ein Konvoier ist. Ah ja, hier oben komme ich ran, okay, alles klar. Schickedelic. Dann kannst du dann dein ganzes Erz bei mir reinpacken in die Raffinerie, um das zu Eisenerz zu produzieren. Ich mache meinen Hut wieder an. Oder so. K. Perfektiv. Das ist extrem effizient, ey. Effizienter als wenn man alleine spielt. Bin da ist voll. Also mit der Steuerung ist auch ein bisschen komisch teilweise. Was mir zum Beispiel für Kontrollfeld, sage ich jetzt mal, oder halt Gegenstand benutzen, E drücken auf K muss. Drücken muss. Also auf K drücken muss. Stimmt. Und ja, ins Terminal einsteigen halt mit T, statt beides halt mit E zu machen oder so, ja. Aber okay. Ist halt eine Sache, da muss man sich halt dran gewöhnen. Ja, ich will nicht Fußball mit dem scheiß Kupferteil spielen, ich will es einsammeln, danke. Warte mal, komme ich eigentlich hier auch da dran? Oh, haben wir geil. Guck an. Da kann man ja auch was Sachen reinpacken. Hier? Ja. Hm, weil die ja gar nicht so schief parken brauchen. Immer nicht verplant, nicht geplant und trotzdem gewollt. Was sagt uns das mal wieder? Luck. Kann's einfach. Genau, das ist Luck. Kann's einfach. So. Dein Schiff nämlich hier den ganzen Quark produzieren. Ne? Oh, es hat schon extrem viele Stahlplatten produziert. Finde ich gut. Mach ich mal noch 300 rein. Warte, ich guck einfach mal nach unten. Ich wollte jetzt mir die ersten Stahlplatten schon wieder rausnehmen. Achso. Ich kann. Und wieder bauen gehen. Oh fuck, das ist echt eine Menge. Du schubst mich ja mit deinen Zeugs rum. Ja, ist ja nicht so, das wenig, was hier oben liegt. Da wollen wir wieder ein bisschen schweißen. Immer schweißen, ich leg mal noch eine Ladung, ein paar Ladungen Stahl rein. Jo. Man braucht die Dinger ja zum Glück bloß mal kurz anschweißen, um die Sachen reinzupacken. Wenigstens schon mal. Dann wird das Inventar ein bisschen leerer. Boah, Außenansicht bitte. Was ich übrigens sehr lehrreich finde, ist, dass die ganzen Metalle, die verwendet werden, natürlich auch mit den chemischen Zeichen dafür im... Ja, das finde ich sogar sehr sinnvoll. ...Inventar drin stehen. Und Silizium ist nicht zu verwechseln mit Silikon. Jo. Auch wenn es im Englischen sehr ähnlich klingt, ne? Aber das ist Silicon und nicht Silikon. Oh fuck. Oh. Alter, das war mega Premium, ey. Wow. Ich stehe auf deinem Schiff. Ja. Ich war gerade verkehrt rum, wollte landen, hab auf X gedrückt, um Jetpack auszumachen. Da macht er ein Looping auf dein Schiff. Also so ein Salto. Oh, mal gucken hier. Das wäre jetzt cool, wenn man sich in den Sonnenloch und rein im Schiff. Da ziehen so Sachen. Die kann man halt mal machen. So. Ah, da ist es hin. Guten Tag. Ich bin ja der örtliche Vermieter. Ich soll ja ein paar Stahlplatten anschweißen. Willst du, dass ich dir beim Schweißen helfe? Hab ich das gerade so verstanden? Nee, ich bin jetzt hier gleich fertig. Aber du kannst. Wir können schon mal versuchen, irgendwie den Generator hier hochzubauen.
So, ich lasse mal noch ein bisschen Eisen produzieren bei mir. Sind jetzt knapp 3000 Einheiten sind Eisen drin. Wird ganz schön ausgehöhlt, so wie das hier aussieht. Das ist wieder voll. Eisen kannst du noch bei mir produzieren lassen, ne? Ja, aber der hat ja erstmal. Der hat ja fast zwei. Der hat ja 2 Tonnen Uran drin und das reicht doch erstmal für ein bisschen. Na gut. Außerdem steht mein Schiff so schön, das ist so bequem. Bei dir muss ich so Berge laufen. Du weißt ja, ich bin grundsätzlich faul. Ja, aber ich dachte auch, du magst Berge. Ja, schon, klar. Aber doch in einem etwas anderen Maßstab, als man das hier jetzt gerade vor uns sah. Riesenberge! Ja, wie sagt man das so, so schön? Riesenmöppel! Nee. Neuerdings sagt man zu sowas Atombusen, man muss doch die ganzen neuen. Das höre ich zum ersten Mal. Echt, ja? Ja. Ich höre sowas ständig. Ich bin nicht so hip wie du. Ja, deswegen bist du ja schon verheiratet. Das muss ich mir hier erstmal wieder drin ein bisschen umschauen. Grüßen. Du mit deinem langen Bohrer. Musste das jetzt sein? Was denn? Das ist doch halt ein langer Bohrer. Ach, so ein schönes Höhlensystem hier. Da kann man sich auch ein bisschen verlaufen hier drin. Ist ja Platin? Ich brauche doch bloß Bohren machen, dann sieht man das doch, oder? Ich weiß nicht, ob das ah, nee. Am Bohrer ist. Silicon! Da mal ein bisschen was mitnehmen hier. Ein Silicon. War es jetzt wirklich Silicon? Ja, SI. Hammer, geil. So, mal gucken, was hier rumfliegt. Das kann man dann immer mitnehmen. Was ist das? Dürfte noch ein bisschen Uran da drin rumfliegen. Ja, ich sehe es gerade. Das liegt hier sogar. Lass mich ja durch. Ich bin Arzt. Wenn du noch was siehst, einfach mitnehmen. Ich bin dann erstmal froh, wenn ich hier wieder rausfinde am Ende. Ich bitte dich darum. Das heißt, lasst mich durch. Nee, lass mich Arzt. Ich bin durch. So. Lass mich Arzt, ich bin durch. Ja, genau. Ich muss schon sagen, der Asteroid hier hat schon ein paar ordentliche Löcher gefressen. Ah, immer diese Konvoier, die sind voll nervig. Ja, aber die braucht man halt auch. Ich muss sagen, es sieht schon relativ gut danach aus, dass das Armageddon relativ gut dargestellt hat, wenn man das jetzt so versucht zu berechnen oder anzugucken hier, was da doch für Krater in diesen Asteroiden drin sind, sieht sehr realistisch aus. Ich weiß nicht, ob die in echten Asteroiden tatsächlich auch wirklich so sind, ne? Aber ich kann es mir durchaus vorstellen. Ich meine, Asteroiden sind auch nichts anderes als Gesteinsbrocken, die auf andere Gesteinsbrocken prallen. Oh, ich habe wieder Sound. Ja, ich höre es gerade. Und es ohne neu zu starten. Wir haben auch noch ein bisschen Gold. Ja, sehe ich noch ein bisschen Uran. Oh. Ich fliege gerade draußen über den Asteroiden. Ich habe gerade ein Loch durch mein Raumschiff durchgebaut. Dabei wollte ich eigentlich nur eine Abkürzung zum Terminal. Hier schwebt ein Teil meines kaputten Raumschiffes durch die Gegend, so wie das aussieht. Das könnte ein Teil meines kaputten Raumschiffes sein. Kann natürlich auch sein. Zeig mal, welches meinst du? Wo bist du? Warte, ich suche dich gerade. Da, das ist von mir. Glaube ich, aber ich konnte es nicht abbauen vorhin. Dann ist es halt dein kaputtes Raumschiff. Ach, hier oben hast du angefangen, ja? Jo. Boah, da könnte einem echt schwindlig werden. Jetzt die Frage von mir an dich, wie rum soll die Station aufgebaut werden? Ist das so, die Schattenseite, ist das jetzt die nach oben oder ist das die nach unten? Moment, ich komme mit meinem Schiff gleich geflogen. Wenn ich mein Gyroskopila aktiviert habe. Okay, Moment. So, jetzt kannst du. Warum? Zip. Ah ja. Und zwar. Die Lichtseite. Falls du mich suchst, ich habe gerade so einen Kilometer Sicherheitsabstand genommen.
Ja, besser ist das so. Ich freue dich ja schon fast die Station. Ja. So. Jetzt fliege ich mal noch ein ganzes Stückchen höher. So. Oh, jetzt bin ich ausgestiegen. Und wenn ich mal ins Reparieren mache. So, damit weißt du dann auch, wo oben und wo unten ist. Mein Schiff ist oben drüber. Dein Schiff ist oben drüber. Also unsere Höhle ist sozusagen unten drunter. Das wollte ich wissen. Du hast wie viel? 11. Ich habe den ganzen Block kaputt gemacht, ich Idiot. Ganzen Block. Du hast 60% der Station schon wieder geschrottet. Du hast mal hinkriegen. Zum Glück parkst du besser ein als das, was du hier ablieferst. Du hier wieder mit der Auto fahren. Man fährt ja auch so selten ein Raumschiff, ne? Natürlich. Erstmal, eigentlich bräuchte man tatsächlich erstmal eine Raumschifffahrschule. So. Bräuchte es noch ein bisschen mehr als eine Raumschifffahrschule. Ich würde sagen, wir haben jetzt zwar noch keine 20 Minuten, aber im nächsten Part gehen wir mal den Generator an und so. Was hältst du von der Idee? Generator. Müssen wir mal gucken, was wir dafür brauchen. Also ich habe einen Generator bei mir im Schiff drin. Den könnte man da zum Beispiel einen reinbauen. Ich mache hier bloß mal ein bisschen Also ein Quatschnester. Reaktor für eine Station braucht 25 Computer, 10 Reaktorenkomponenten, 100 Reaktorenkomponenten, 80 Stahlplatten und 40 Rechnest du Herstellungskomponenten. jetzt mit einem großen oder mit einem kleinen Reaktor? Einem kleinen Reaktor für Station. Ja, der ist halt hungrig, ne? So, also Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Space Engineers. Dahin. Oh, macht's gut, bis dahin und tschaußen. Servus.